So, nochmal Kinder, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe gerade festgestellt, dass mein Mikrofon gemutet war. Ja, kommt vor. Ganz kurz zusammengefasst, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt hier einen Weg draus gemacht, wie ihr ja schon gesehen habt. Und werde hier jetzt halt alles dann noch mit Wasser auffüllen, dass wir hier quasi so eine Art Brücke haben und das mit dem kleinen Teich da hinten verbinden. Ja, Gott sei Dank habe ich es nach 2 Minuten gemerkt und nicht erst nach 20, sonst hättet ihr jetzt schön eine stumme Minecraft-Folge. Was halt dann nicht so toll gewesen wäre, ne? Natürlich falle ich jetzt hier rein, das war ja klar. So, das heben wir hier noch aus. Die Kohle da unten holen wir auch gleich raus. Die habe ich natürlich nicht übersehen, keine Panik. Und ja, wie ihr schon gemerkt habt, ich stehe auf Wasser in Minecraft. Alles, was mit Wasser zu tun hat. Gefällt mir immer wieder. So, die Kohle holen wir hier noch geschwind raus. Die da unten natürlich auch. Ey, nicht die Erde abbauen. So, einfach neue Erde hin. Und ich glaube, ich tue den Boden hier. Da kommt schon wieder Besuch. Guten Tag. Klaut mir einfach meine Erde und haut mich. Hallo, jetzt bin ich traurig. Das war jetzt nicht nett. So geht's bei uns zu, immer wieder. Sie schlägt mich immer wieder. So, hier machen wir auch Erde hin. Sie baut da oben schon wieder irgendwas ab oder auf, was ich gleich wieder abbauen darf. Ich sehe es kommen. Ich kenne sie doch. Huch, das war zu viel Erde. So, komm schon. Euch will ich auch noch weg haben. Und dich auch noch da hinten. Ja, sie baut mich ein. Nicht nett. Sowas habe ich hier dann den ganzen Tag, Freunde. Den ganzen Tag. Immer sowas. So, machen wir uns kurz einen neuen Brunnen. Denn wir müssen jetzt hier noch schön auffüllen, dass das Wasser ein bisschen höher ist. Sonst sieht das Ganze natürlich doof aus. Ups. Ich weiß, ich könnte mir für diese Projekte auch einfach mal mehrere Eimer machen. Aber ich fühle mich mit 4 Eimern eigentlich immer recht wohl. So, das kommt weg, das kommt nämlich dahin. Weil ab hier muss das Wasser ein bisschen tiefer gemacht werden. Geht denn jetzt etwa schon wieder die Sonne unter? Minecraft, das Spiel der Dauernachtigkeit, hätte eigentlich auch ein Horrorspiel werden können, weil es einfach dauerhaft dunkel ist in Minecraft. Und schon höre ich die Monster durch die Gegend monstern. Ja, gehen wir halt mal ins Bettle. Muss nur die Treppe hochlatschen. Geronimo!
Nee. Die halbe Treppe rast da immer und dann bleibt er plötzlich stehen. Verstehe ich auch nicht so ganz. So, gute Nacht. Oh, und einen fröhlichen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Euch geht's gut, ihr seid fit. So, weiter geht's. Mit der Wasserauffüllerei hier. Ich weiß, das ist immer sehr, sehr spannend für euch. Sowas. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Aber da kommt man halt dann nicht drum rum, wenn man sowas haben möchte. Weil irgendwie leider so ein Wasserschlauch gibt es ja noch nicht. So ein Brunnen wäre toll, dass sich das dann einfach bis oben hin füllt, automatisch. Das wäre mega nice. Sowas. Einfach so ein Loch bis nach oben hin füllt. Das wäre toll. Sowas könnten sie mal reinmachen. Bei meinem Glück gibt es sowas schon. Ich weiß es wieder mal nur nicht. Würde mich auch nicht wundern. Aber jetzt haben wir es ja gleich schon geschafft. Nur noch ungefähr 400 Mal laufen. Die Türe. Die Türe. Welche Tür? Mach die Türe. Ja, was ist mit der Tür? Ja, mach sie mal wieder auf. Ach so. Ne, Quietscher? Hast du sie jetzt nicht gehört? Absolut nicht. Quietscher! Lass einfach auf. Unsere alte Dame stand hier vor der Türe und hat auf Einlass gewartet. Naja, eigentlich hat sie nur mit einem Stück Schnur gespielt. Also, jetzt füllen wir nochmal. Gucken, wo jetzt noch Unebenheiten sind. Hier zum Beispiel. Das Loch hier stört mich irgendwie noch extrem. Weg ist. Lass mich raus. So, gegen ein bisschen Wassergeplätscher ist ja eigentlich nichts einzuwenden. Dann sieht es wenigstens so aus, als ob es fließt. Das war jetzt nicht der Plan.
Herrgott, was ist denn gerade los? Ha, irgendwie will es nicht weggehen. Keine Ahnung, was ich schon wieder falsch mache. Naja, dann bleibt die Strömung hier halt Strömung. Wie gesagt, ist ja jetzt nicht allzu dramatisch. Ja, genau. Stell dich einfach hier mitten rein. Waren das schon wieder alle, wo ich habe? Ich habe hier doch irgendwo eine Werkbank abgestellt vorher. Machen wir noch einfach noch welche. Ja, Stickies haben wir noch da. So, nochmal 34 Stück, das sollte jetzt erstmal reichen. So, mal gucken, wie es denn von weiter weg aussieht. Ja, nicht überschön, aber jetzt auch nicht mega hässlich. Kann man mal lassen. Au. Jetzt habe ich was gesagt, jetzt kommt der Kontrolleur sowieso gleich und kontrolliert. Und schon ist sie hier. Was hast du denn gemacht? Die Zaun hier, Brücke. Mit so Wasser unten drunter, weißt du, und Wasserfall, der dann hier rüber geht so und sich mit dem kleinen Teichli hier verbindet. Weißt du? Ich find's ganz nett. Ich find's auch hübsch. Dann ist ja gut. Hauptsache stunk gemacht, ne? So, bauen wir jetzt an unserem Häuschen weiter oder gehen wir jetzt mal nach dem anderen Wasserfall noch gucken? Ah ja, genau, apropos Wasserfall. Ich muss noch die Erdbrücke hier abbauen, fällt mir gerade ein. Die ich hier doch nur so aus brückentechnischen Gründen gemacht habe. Genau, jetzt ist die Schaufel auch direkt wieder im Arsch. So.
Und jetzt schauen wir trotz allem mal ganz kurz, wie der hintere Wasserfall sich da jetzt macht, dass wir hier dann vielleicht auch endlich mal dicht machen können und die Brücke wegmachen können. Natürlich fliege ich erstmal direkt hier ins Wasser. Eine kleine Eisbahn hier, yay! So, ich denke mal, der Wasserfall selber ist ganz in Ordnung. Und da unten hatten wir dann angefangen zu terraformen, dass wir dann nachher darüber kommen. Und es wird irgendwie schon wieder dunkel. So, dann hole ich mir mal geschwind eine Schaufel. Und ja, diesmal mache ich mir eine aus Eisen, weil hier oben haben wir ja Eisen. So, natürlich nur noch ein Sticky da. Und dann muss ich mein Inventar mal aufräumen. Gehen wir schnell pennen? Gleich. 2 Minuten. 2 Minuten, ihr habt's gehört. Dann fange ich halt doch schon mal an, die Erdbrücke wegzunehmen. Weil ein Vorteil hier oben von meinem Berghaus, wir sind relativ monsterarm. Und schon höre ich rechts auf dem Ohr ein Monster. Schon? I think so. Natürlich falle ich jetzt da rein. Ich kum. Schnelle Nickerchen machen, dass es wieder Tag wird, ne? Und dann sollten wir die Betten vielleicht auch mal endlich ins Haus reinlegen. Wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Könntest du kurz. Könntest du stopfen? Könnte ich das? Muss ich das? Ja. Wer sagt das? Ich. So, was ist denn, was fehlt denn hier jetzt noch? So, da kommt Glas rein, Glas habe ich natürlich keins am Start.